Wir sind hier bei Gruner und Jahr auf dem Innovation Day Fashion der Ad Alliance und bei mir steht Herr Marc Freiberg, Geschäftsleiter Marketing und E-Commerce beim Modeunternehmen Brax. Sie sind hier Speaker und Ihr Thema ist Markenvertrauen schaffen, auch in unruhigen Zeiten. Inwiefern sind denn die Zeiten unruhig bei Brax? Ja, das bezieht sich eigentlich viel mehr auf die gesamte Branche als einfach nur auf eine Marke wie Brax. Also unsere Branche ist seit vielen Jahren unter Druck. Das werden Sie den Medien entnommen haben mittlerweile. Das ist ja kein Wachstumsmarkt, in dem wir unterwegs sind, der auch noch von den Preislagen her von oben und von unten in die Zange genommen wird. Wir sind in der Mittelpreislage unterwegs und viele unserer Kunden haben schon in den letzten Jahren einiges an Umsatzverlusten erzielt. Insbesondere vor dem Hinblick, dass es eben auch Veränderungen gab hinsichtlich Online-Geschäft, was viele unserer Kunden nicht so mitgehen konnten. Ich glaube, dass wir darauf sehr gut vorbereitet sind und das werde ich heute in meinem Vortrag erzählen dürfen. Inwiefern wollen Sie denn bei Ihnen, bei Ihrer Marke, dieses Vertrauen herstellen? Das Schöne ist, wir brauchen es nicht herstellen, wir haben es. Entscheidend geht das zu behalten. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir uns vornehmen in den nächsten Jahren. Dieses große Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss, den wir bei unterschiedlichen Stakeholdern haben in unserer Marke, den zu behalten und den auszubauen. Inwiefern spielt denn bei dieser Vertrauensfrage auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Das ist ja ein Thema dieses Innovation Days. Interessanterweise ist es so, dass ich dazu auch gleich einen Slide vorbereitet habe. Nachhaltigkeit spielt bei uns als Familienunternehmen schon immer eine große Rolle. Allerdings ist das bei uns kein Marketingthema. Das ist von uns aus der inneren Überzeugung heraus schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Wobei wir Nachhaltigkeit nicht alleine auf diese üblichen sozialen und ökologischen Aspekte hin reduzieren, sondern für uns das ist ein Dreieck aus sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Sie haben ja viele Kunden, die älteren Datums sind. Wie versuchen Sie denn marketingtechnisch auf jüngere Kunden zuzugehen? In der Tat ist es so, dass unser Stammkunde aus den Limbic Types, der eher traditionellen und disziplinierten Kunden, ist eher im Schnitt so um die 60 Jahre alt. Das ist uns klar. Das ist auch nichts Schlimmes. Dafür schämen wir uns nicht. Das ist ein ganz wichtiger Kunde, für den wir auch einen großen Anteil unseres Sortiments herstellen. Da kommt übrigens auch der große Vertrauensvorschuss in unsere Marke. Dennoch ist es natürlich für eine Marke wie uns ganz wichtig, auch mit der Zukunft zu gehen, zu schauen, nicht was passiert heute, sondern was passiert vielleicht übermorgen. Und es ist ja eine relativ einfache mathematische Rechnung. Wenn wir es nicht schaffen, auch jüngere Zielgruppen zukünftig hinzuzugewinnen, mindestens so viel, wie wir an Älteren verlieren, dann würden wir in ein Markenproblem geraten. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Antworten drauf. Wir beschäftigen uns dort, auch wieder im Limbic Type gesprochen, mit den offenen Harmonizer-Zielgruppen der 45- bis 59-Jährigen. Und die werden wir zukünftig verstärkt mit Testimonial einsetzen, adressieren. Also im Marketing arbeiten wir zukünftig mit Bastian Schweinsteiger und seiner wirklich sehr netten, sympathischen Frau Anna Ivanovic Schweinsteiger. Gibt es denn da bestimmte Planungen, wie die beiden ab Frühjahr 2020 zum Einsatz kommen? Es gibt nicht nur Planung, es gibt mittlerweile auch konkrete Umsetzungsideen natürlich. Aber Sie kennen uns ja, wir machen ja ganz gerne mit von dem einen oder anderen ein kleines Geheimnis. Wir werden das erst ein bisschen weltöffentlich präsentieren zur Fashion Week in Berlin, aber da dürfen Sie gespannt sein. Sie haben ja geplant, für 2021 400 Millionen Euro Umsatz zu erzielen. Dieses Ziel haben Sie nicht erreicht, beziehungsweise werden es voraussichtlich nicht erreichen. Welche neuen Ziele haben Sie sich gesetzt? Das ist interessant, dass Sie sagen, tatsächlich haben wir mal, auch um unsere eigenen Mitarbeiter stark zu motivieren, vor ein paar Jahren einfach eine ganz hohe Messlatte gesetzt. Ja, wir wollten 400 Millionen Umsatz machen, das werden wir nicht machen. Wir werden in diesem Jahr, denke ich mal, so 320 machen und wir werden eine kontinuierliche Weiterentwicklung in den nächsten Jahren haben. Uns geht es mittlerweile auch nicht alleine nur darum, viel Umsatz zu machen, sondern wirklich nachhaltigen Umsatz zu machen. Es geht nicht darum, schnell auf ein Pferd aufzuspringen und dann kurzfristig Umsätze zu generieren, in welchen Ländern, auf welchen Märkten auch immer, sondern es geht wirklich um substanzielle Umsätze, die uns auch in die Zukunft bringen. Und da spielt uns die absolute Höhe, spielt für uns nicht die wesentliche Rolle. Horizont und Touri 2 TV.